Jeder in New York rief an, um Mr. Nice Guy zu sprechen. Kein Problem. Wir hatten alle Arten von Kunden. Wie zum Beispiel diesen Typen hier. So eine Art geile Weltkiffer, weil er glaubt, dass auf Gras alles viel besser geht. Mikasa Sukasa. Aber seht selbst. Du bist Scarface, oder? Ja. Ich liebe Al Pacino, Mann. Kennst du den Film Duft der Frauen? Ja. Hast du ihn dir mal angesehen? Auf Gras? Das musst du dir antun, Mann. Das ist Wahnsinn. Pah. 60 Mäuse, ja. Cool, Mann. Du kriegst es. Du kriegst es. Hast du dir schon mal einen 20er von hinten betrachtet, Mann? Was ist denn da, ja? Schon mal einen 20er von hinten betrachtet? Auf Gras? Da läuft eine Menge Seltsames ab, Mann. Siehst du den Typen, der in den Büschen sitzt? Hat er eine Knarre? Ich weiß nicht, Mann, ich weiß nicht. Was, was? Rotes Team los, rotes Team vorwärts. Du hörst voll geiles Zeug, Mann. Du bist ja total abgedreht. Das ist cool. Danke, Mann. Hey, warte. Ich geh mir nachher die Sterne ansehen. Das ist echt flippig. Besonders, wenn du voll drauf bist. Ein Schnorrer ist einer, der nie Gras auf Tasche hat. Aber wenn du einen durchziehst, kommt er angewieselt. Verdammt! Oh, was läuft Mann. Da? Quatsch mal ein Stück, ich komm zu euch. Was macht ihr hier? Gar nichts. Gar nichts? Ja, gar nichts. Recht gut, lass mal rüberwachsen. Von mir aus aber nur einen Zug. Du Schnorrer. Ihr müsst das auf Meilen riechen. Nicht mal in Ruhe rauchen kann, Mann. Hey! Hey, ich hab das Ding noch nicht mal im Mund gehabt, Mann. Wir verkaufen das Zeug. Ich wette, das weißt du. So blöd, Mann. Gestern habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Ich muss zu einer Party, Mann. Lasst euch nicht anquatschen. Echt nett. Mann. Dann wären da noch die Nostalgiekiffer. Die quatschen am liebsten über die gute alte Zeit, als das Gras noch richtiges Gras war. Damals haben wir das Zeug auf der Straße geraucht. Die Cops hatten nichts dagegen einzuwenden. Die waren genauso breit wie wir. Wir haben das nicht gemacht, weil es gerade in war, sondern weil es ein geiles Gefühl war, heim zu sein. Ist doch so, oder? Völlig, deswegen pfiff ich auch. Ich stehe drauf, so richtig breit zu sein. Ja. Mann, du bist echt cool, Mister. Ich hasse es, aber das Zeug kostet leider was. Macht 60 Mäuse. 60 Mäuse? Ja. Mann, es gab Zeiten, da bekamst du dafür fast ein Kilo richtiges Gras. Oh Mann. Weißt du, was Kondome zu der Zeit gekostet haben? Wie viel? Keine Ahnung, ich habe nie solche Dinger benutzt. Den hier nennen wir den Schulabschluss-Spezialkiffer. Er gibt sein ganzes Taschengeld für Marihuana aus. Danke, kleiner Freund. Im Nebenzimmer kifft sein Vater. Ein ich bin 40, aber immer noch cool Typ. Er denkt, dass er so die Verbindung zu seinem Sohn aufrechterhält. Tja, das Leben ist voller Ironie. In der Klinik rauchen die Omas auf Rezept, weil das angeblich gegen grünen Star hilft. Und es hilft doch wunderbar, wenn sie Arthritis haben.